Moinsens und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Wir befinden uns hier auf der Map von Flashcult und ich mach mal ganz kurz Werbung für die. Also Leute, falls ihr das Let's Play seht, downloadet die mal. Oh oh. Okay, also Leute, ich möchte mal kurz sagen, ja, dafür, dass ich dieses Let's Play aufnehme, habe ich einiges gut bei euch. Ich möchte nur einmal was anmerken, ja, ich habe diese Nacht legendäre 2 Stunden Schlaf. Nee, reicht nicht eine. Ich hatte heute Nacht 1 Stunde Schlaf, mehr nicht. Ich bin so groggy, ich kann nicht mehr. Mein zweites Problem ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man so total übermüdet ist oder ganz oder viel zu lange Fernsehen guckt hat oder sowas, was man eigentlich nicht machen sollte, dann hat man so pochende Kopfschmerzen, halt zu jedem Herzschlag so da pochen. Das ist richtig oberkrass. Und das habe ich jetzt gerade so extrem. Bei mir geht nichts mehr. Oh oh. Komm, Trollduell bitte! Ja! 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 Also ich will auf diese Folge mindestens 20 Daumen hoch sehen. Ich kann mich kaum konzentrieren. Das ist so schlimm mit jedem Herzschlag jetzt. Pum, pum, pum. Und mein... Oh. Mein Kopf bringt mich so übelste Sorte um. Ich kann so... Ich kann einfach... Lol. What the fuck? What the fuck? Hier ging's ja lang. Alter. Oh Mann, ich kann so nicht mehr. Ich habe solche Kopfschmerzen. Aber ich hab nach nur eine einzige Stunde Schlaf. Eine verfickte Stunde. Ich bin aufgestanden, weil... Ich weiß nicht, ob das kennt, das ist mein Thema, über was ich heute übrigens so krass reden möchte, ja? Wie heißt das? Pass auf. Sorry Leute, ich bin gerade etwas gelebt. Und zwar, meine Frage an euch. Ihr schlaft doch. Ja, was heißt ihr schlaft doch? Klar, ihr schlaft alle. Und zwar ist meine Frage, schlaft ihr gut? Schlaft ihr schnell? Genau, meine Frage jetzt. Ich verbessere mich immer wieder, ich bin echt gerade echt blöde. Ich habe solche Brainlegs mit einer Stunde, dann nimmt man alles nur durch so ein Wattebausch war, deswegen bin ich auch gerade so schlecht. So, und das ist halt jetzt meine Frage, wie lange braucht ihr so durchschnittlich zum Einschlafen? Weil ich habe tatsächlich letzte Nacht so unglaublich lange gebraucht. Ich habe tatsächlich über 8 Stunden gebraucht. Also ich bin... Nee, nicht 8 Stunden. Okay, das ist eine Lüge. Warte mal, ich bin um 1:30 ins Bett, weil ich hatte heute frei. Kirchlicher Schultag for the win. Und ich nehme das am Dienstag auf, wie sieht das... Ich nehme so einen Tag im Voraus aus, alle 2 Tage. Und heute ist ja ein kirchlicher Feiertag. Nämlich Heilige Drei Könige in der katholischen Schule. Und in der katholischen... Lol, der lebt noch. Und in der katholischen Schule ist das ja ein kirchlicher Feiertag. Und da ich in einer kirchlichen Schule bin, die einfach jeden Feiertag mitmacht, weil wir einfach geil sind. Ja, was soll man dazu sagen? Haben wir halt richtig geil heute frei gehabt. Und aufgrund dieser Tatsache, dass wir heute frei hatten, habe ich ja halt gestern bis 2:30 gemacht. Also halt gelesen übrigens. Ich muss da ganz kurz Schleichwerbung machen, und zwar für das Buch, die Auserwählten-Trilogie. Die Auserwählten im Labyrinth, die Auserwählten in der Todeswüste und die Auserwählten in der Todeszone, ja. Also das ist die lesenswerteste Serie, die ich seit fast einem Jahr gelesen habe. Wer die nicht gelesen hat, Leute, ihr habt nie gelebt. Das müsst ihr machen. Das müsst ihr lesen. Also wenn ihr das nicht gesehen habt, habt ihr kein erfülltes Leben gehabt. Das ist Pflicht. Da bin ich gerade jetzt, ihr habt die alle 3 Teile zu Weihnachten bekommen und ich bin jetzt auch schon... durch. Ich habe es gestern Abend durchgelesen und ich kann euch sagen, das wird mir definitiv eines meiner besten Bücher bleiben. Meine zweite Empfehlung, für die ich jetzt unbedingt noch Werbung machen muss, das mache ich aus persönlicher Überzeugung. Sebastian Fitzek, der mit seinen Thriller-Autoren, das ist der deutsche Thriller-Autor. Und wenn es einen Typen gibt, den ich abgrundtief vergöttere, dann ist das der. Weil ich muss einfach sagen, dieser Typ, der schreibt die besten Thriller, die ich je gelesen habe. Da kommt jedes Jahr zu Weihnachten eins raus. Und die Bücher finde ich einfach abgöttisch geil. Also wenn ihr Thriller-Fan seid oder so wenigstens so ein halbwegs was damit dran am Hut habt, ja, Leute, dann müsst ihr das sehen. So, ich lasse mich jetzt mal ganz elegant hier in der Ecke nieder. Ich hoffe mal, dass das jetzt kein Campen. Aber das kommt Campen schon gefährlich nahe. Boah, jetzt muss ich mich extrem zusammenreißen. Können von überall Zombies kommen. Sorry, dass ich gerade mal ein bisschen ruhig bin. Aber ich muss mich gerade mal tatsächlich ein bisschen konzentrieren. Bei 7 Zombies ist das nicht gerade leicht. Es sind nur noch 2 Überlebende und es ist schon Runde 6 von 9. Also, ich will meine 5000 Skolmer pro Runde schaffen und da muss ich mich ein bisschen anstrengen.
Also wenn das so weiterläuft, dann natürlich nicht. Da war trotzdem schlecht gerade. Boah, bin ich scheiße. Boah, bin ich scheiße. Das geht nicht, Leute. Hab ich den verfehlt? Ah, sorry, Leute, dass ich gerade zu scheiße bin. Aber ich bin einfach gerade nur so mit Gold Orion eingespielt. So, warte mal, hier ging's raus, ne? Ja, ne? Gut. Alles klar. Also, Leute, falls ihr die Map hier seht und so, downloadet euch die Map von Flash Cult. Sie ist definitiv ihre Force-Punkte wert. Muss ich mal ganz kurz Werbung für machen. Alter, was war denn das? Geht er mal auf ein oder ist er mit der Lähmung auch geistig angesteckt worden? So, Nummer 1. Den hauen wir mal hier weg. Ganz gechillt hauen wir den weg. Und zwar mit unserer linken Hand hauen wir den einfach mal easy weg hier. Ich stehe hier am Rand. Ach du Kacke. Ich fast drunter gefallen. Da oben ist einer. Und da ist auch einer. Aber den holen wir easy weg, weil das ist kein Problem für GP. Oh oh. Scheiße. Aber gut, das hat immer noch gezählt. Und wir sind auch noch... ich brauche noch den doppelten Score, dann habe ich auch mein Ziel für heute erreicht. Und ich möchte mal an dieser Stelle meinen Trainer grüßen, der seit heute mitbekommen hat, dass ich auch einen YouTube-Channel habe. Der mich jetzt da hoffentlich nicht stalken wird. Weil mir der Typ sonst derbe auf die Eier gehen wird beim Training. Weil so viele negative... Boah, im Ernst! Fickgesicht! Der stalkt mich und rennt hinterher und dann... Ich bin Sammy, ich muss nicht trollen. Fick dich, du Low-Pop, einfach nur. Was? Einmal, zweimal. Aua! Ach Leute, der lebt ja noch. Hä, was macht Max da? Was macht der? Nein! Boah, ja, der stirbt jetzt, wusste ich doch. Easy. Bei Nano und eine positive Wertung würde ich mich sehr freuen. Ihr seht es, Leute, er würde sich sehr freuen. Bitte gebt ihm auch diesen Reiz und downloadet die Map. Also, bitte downloadet sie. Mehr kann ich nicht sagen. Und ich muss mich wirklich nochmal entschuldigen, dass ich in letzter Zeit so sehr rumstottere, so viele Brainlags habe. Aber ich schlafe in letzter Zeit einfach ungefähr gar nicht mehr. Also, das ist eigentlich so... Boah, Gott! So schlecht, ey. Ich bin low, ich muss kämpfen. Nix können. Guckt's euch doch an! Ganz da oben am Spawn! So low einfach, Mann. Wenn man da nicht auf Anhieb rauskommt, ist man einfach gefickt. So, jetzt muss ich mal hier hochgehen. Mir ganz elegant hier den Lappen snacken. Dann nehme ich den als Schutzschild und hole mir den nicht weg. Alter, wie schlecht. Na egal, der ist jetzt auch tot. Wenn die nicht komplett scheiße sind, geht doch. Na gut, Leute, das war's von mir heute mit pochenden Kopfschmerzen. Wir sehen uns am nächsten LP wieder. Bis dahin, haut raus. Ciao.